So, sonnige Grüße hier aus unserer wundervollen Heimat Poretsch. Und ja, jedes Mal bin ich so dankbar, dass wir diesen Schritt über ein Jahr schon vor ein Jahr gemacht haben. Und ja, wir haben viele Gespräche mit unseren Klienten oder Nachgespräche nach dem Coaching. Und was wir immer wieder feststellen, diese sich was vornehmen und doch nicht geschafft zu haben. Und die Sache ist dabei, wenn du nur träumst und dir was vornimmst und nicht machst, bleibst du da immer stecken, wo du gerade bist, obwohl du diesen Wunsch hast, sich zu verändern. Und glaub mir, das Beste, was du machen kannst, ist, ja, einfach dieser erste kleine Schritt machen. Ja, nur der erste kleine Schritt. Manchmal ist besser, sich schon von Fakten stellen und sagen, okay, wenn nicht heute, wann dann? Du wirst doch nicht bereuen, in ein paar Jahren hätte ich das doch gemacht. Und das ist genau das Schlimmste, was uns passieren kann. Ich hatte so viele Visionen, so viele Ideen, aber mein Partner hat mir das ausgeredet, meine Familie hat mir das ausgeredet. Alle haben gesagt, es wird nicht gehen. Und glaub mir, so viele Ratschläge hatte ich schon in meinem Leben. So viele geniale Ideen von meinen Freunden und Bekannten, wie es nicht geht. Und ich habe allen bewiesen, dass es geht, weil ich immer wieder diesen ersten kleinen Schritt aus der Komfortzone gewagt habe. Ob das damals nach der Scheidung war, ganz, ganz schlimme Zeit, wo alle gesagt haben, du schaffst das nicht, habe ich geschafft. Ob es meine Coaching-Ausbildung war, wo viele mich ausgelacht haben, meine Erzieherkollegen, sogenannte Pädagogen, die mich ausgelacht haben, dass ich mich weiterbilde, dass ich Geld in mich investiere und zu sogenannten Sektentreffs fahre, weil ich jede Wochenende irgendwo zum Ausbildungstreffs war. Ja, das habe ich mir auch nicht ausreden lassen. Dann das Thema Auswandern. Ja, da haben alle gesagt, du bist verrückt. Wie kannst du diese wundervollen Deutschland verlassen? Du hast doch ein schönes Haus und Kind ist doch so sicher hier aufgehoben. Und du wirst ihn einfach hier aus dem Umfeld rausreißen und in Unbekannte nehmen. Und darüber habe ich nur gelacht, weil wenn ich mir was vornehme, es wird einfach gemacht. Und heute gerade habe ich Zeugnis von meinem Sohn abgeholt und so viel Lob von Klassenlehrer, von Deutschlehrerin. Die sind so begeistert, dass Alex, mein Sohn, so geniale Fortschritte in nur ein Schuljahr gemacht hat. Der spricht schon sehr gut Kroatisch. Der hat sich echt bewiesen als super Schüler, obwohl der, habe ich Eindruck, gar nicht so viel gelernt hat. Aber auch hier die Thema Schule und Pädagogen, die hocken nicht auf den Fellern, die versuchen junge Menschen auch inspirieren und ja, loben für jede gute Tat oder für jede gute Leistung. Und das ist auch diese vielleicht andere Art zu denken hier als in Deutschland. In Deutschland sind wir alle so konditioniert, ja, mit vielen Glaubenssätzen, wie es nicht geht. Du schaffst das nicht, du bist das nicht, du bist dafür zu klein, du bist dafür zu schwach, du bist zu wenig gebildet, was willst du damit anfangen? Das wird nicht funktionieren. Und genau das sind alle Glaubenssätze von unseren Klienten, die zu uns im Coaching kommen und sagen, naja, ich habe jahrelang gehört, ich bin nichts wert, ich schaffe das nicht, ich bin zu dumm, ich bin zu hässlich, ich bin zu laut, ich bin zu hektisch, ich bin alles zu viel oder zu wenig. Und glaub mir, du bist gut genug, so wie du bist. Du bist einzigartig, du hast deine Potenziale, deine Gaben, die dir vielleicht abgewöhnt worden sind. Aber das alles steckt in dir. Und genau das, was wir mit unseren Klienten machen, ist den Menschen einfach, ja, die erinnern. Die erinnern an den Potenzialen, an den Gaben, an den Möglichkeiten. Und sie einfach erinnern, dass sie auch mutig sein können, zu sich selber stehen können und eigene Träume verwirklichen können und nicht nur darüber reden. Denn ja, wenn wir nur darüber reden, werden wir eines Tages sehr verbittert, dass wir nur darüber gesprochen haben und nicht umgesetzt haben. Deswegen, hast du irgendwo ein großes Ziel, wo du irgendwo wie mit Handbremse an der Stelle tretest und träumst und denkst ganze Zeit darüber, aber alle wollen dir das ausreden, melde dich bei mir. Ich verspreche dir, ich werde dich auf die linke Seite umdrehen. Ich werde dich erinnern, was du wirklich bist und ja. Ich werde dich im kleinen oder großen Schritten zu deinem Ziel begleiten und glaub mir,
Ich habe so oft Komfortzone verlassen und ich habe niemals, niemals das bereut. Das, was wir bereuen, ist das, was wir uns vorgenommen haben und doch irgendwie, ja, aufgegeben haben. Dass wir uns verbogen haben für andere Menschen, dass wir unsere Träume, ja, zur Seite geschoben haben, dass wir uns aus Harmoniebedürftigkeit irgendwie verbiegen und anpassen, obwohl es auch super gehen würde, wenn wir uns verwirklichen und auch Harmonie in Familie leben oder im Umfeld leben. Und glaub mir, wenn du deine Träume verwirklichst, wenn du diesen Drang, was du in deinem Herzen hast, verwirklichst, wird dir besser gehen, wirst du diese Stärke, dieses Glück ausstrahlen und das wird sich auch in deine zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken und das wird magisch, glaub mir. So wie bei mir, so wie bei uns hier in Kroatien und ja, das fühlt sich einfach hier wie Urlaub und ich bin so dankbar, jeden Tag bin ich so dankbar, dass ich das, dass wir das gewagt haben und dass wir vielen Menschen ein Vorbild sind und die dabei unterstützen können. Also, falls du einen Empowerment-Coach suchst, falls du einen Human-Design-Experten suchst, dass wir dich unterstützen, dir deine Potenzialanalyse aufstellen und dich bei deinen Vorhaben unterstützen, melde dich hier bei uns für ein kurzes Gespräch oder gleich für eine von vielen Leistungen, die wir haben und lass uns einfach anfangen. Liebe, liebe Grüße und warte nicht bis morgen. Mach den ersten kleinen Schritt noch jetzt. Melde dich bei mir. Ciao.